So, wir werfen heute einen Blick auf den 59 Euro teuren Fitbit Zip. Das ist ein Schrittzähler, der Nachfolger des Fitbit Ultra, den wir ja schon vorgestellt haben. Der ist nicht viel größer als ein 2-Euro-Stück. Hinten ist eine Klappe für eine Batterie. Der wird kontrolliert. Also man kann das Display kontrollieren, indem man da mit dem Finger rauftappt. Das zeigen wir später noch ausführlich. Hat Bluetooth integriert im Gegensatz zu seinem Vorgänger und zählt Schritte. Im Lieferumfang mit drinne ist einmal so ein kleiner Halter, so ein kleiner Gummihalter, der ist wichtig, wenn man sich die ganze Sache an den BH klemmen will. Das ist die empfohlene Tragweise für Frauen. Ansonsten kann man sich den auch in die Hosentasche reintun. Der geht ein bisschen, man muss ein bisschen fummeln, wenn man den drin hat, aber der hält ganz gut, hat dann hinten so eine Klammer, mit der der befestigt werden kann. Wie gesagt, in der Hosentasche mitzunehmen ist auch kein Problem. Da ist so ein kleiner Bluetooth-Dongle mit bei, wenn man einen Rechner hat, an dem kein Bluetooth ist, um die ganze Sache zu synchronisieren und ja, so ein kleines Öffnungstool, mit dem man die Batterie hinten wieder rausholen kann. Ist ein bisschen Gefummel, aber dann braucht man da halt keine Münze nehmen, sondern kann diesen Plastikschieber nehmen und die Batterie auswechseln. Die hält 6 Monate, also das muss man nur zweimal im Jahr machen. Den Fitbit selber, wenn man den ausgepackt hat, dann startet man die Fitbit-Applikation. Das Ganze läuft über Low Power Bluetooth, das heißt, hier muss auch vorher nichts gekoppelt werden, sondern der sucht einfach den Schrittzähler, sollte den dann finden. Manchmal hilft das, wenn man da nochmal kurz anfasst. Und wenn er ihn hat, dann wird er eingerichtet, dem eigenen Fitbit-Konto hinzugefügt. Hier gibt man dann zur erstmaligen Installation noch so eine Zahl ein, die eigentlich, glaube ich, nur dafür da ist, um sicherzustellen, dass man auch den eigenen ausliest immer. Und das war's dann. Danach kann es losgehen. Der zählt halt Schritte, verzichtet im Gegensatz zum Fitbit Ultra auf den Höhenmesser. Der Fitbit Ultra hat ja auch noch Stockwerke gezählt, das macht der hier nicht. Der zählt Schritte, die verbrannten Kalorien und kann die Zeit anzeigen und noch so ein kleines Motivationsgesicht. Gucken wir uns gleich an. Der Schrittzähler ist sehr, sehr genau. Auch hier habe ich versucht, die Hand so still zu halten. Hat trotzdem gut funktioniert. Durchs Display durchklicken kann man sich, indem man mit dem Finger einfach auf das Gerät rauftappt. Das geht auch ziemlich gut. Sobald man den in die Tasche oder in die Hand nimmt, geht das Display automatisch an, wenn das vorher mal ausgeschaltet gewesen ist. Man hat eine Zeitanzeige, so ein kleines Smiley-Gesicht, das einem sagt, ah, du könntest dich noch ein bisschen mehr bewegen oder heute sieht es ganz gut aus. Er zeigt an, was für eine Strecke man zurückgelegt hat und wie viele Kalorien man verbrannt hat. In der Applikation drin sieht man den aktuellen Batteriestand. Man kann einstellen, dass der Fitbit auch im Hintergrund synchronisiert werden soll, kann über so einen Extra-Button die Synchronisation erzwingen. Wenn man jetzt denkt, ach Mensch, ich bin jetzt 1000 Schritte gelaufen, komm, trag das gleich mal in mein Konto ein, damit alle meine in Anführungszeichen Freunde das aussehen können, kann man wie gesagt die Synchronisation erzwingen. Der braucht dann hier so eine Sekunde, verbindet sich und gleicht sich einmal wieder ab mit dem Gerät. Hier ist übrigens auch die Waage verbunden. Die App schauen wir uns gleich noch genauer an. Da sieht man dann, oder die haben wir uns auch schon mal angeschaut, da sieht man halt die täglich gelaufenen Schritte, die verbrannten Kalorien. Und genau, das machen wir jetzt mal. Noch ein genauerer Blick auf die App. Da haben wir, wie gesagt, die Schritte und die Kalorien, auch noch das Gewicht von der Waage. Wir haben eine Wochenanzeige, die kann man sich auch noch groß anzeigen lassen. Und nach der Wochenanzeige, wenn wir da jetzt mal wieder rausgehen, genau, gibt es unten halt noch einen Button für das Gewicht. Man kann sich das selber auch konfigurieren, was da wie angezeigt werden soll und in welcher Reihenfolge. Man kann seine Freunde antippen. Und sieht dann, wer die meisten Schritte gelaufen ist. So, abschließend können wir also sagen, dass wir die preiswerte Variante hier des Fitbit, der alte hat glaube ich 79 gekostet, der hier wie gesagt kostet 59, definitiv empfehlen kann. Der Feature-Wegfall, also dass da kein Höhenmesser mehr drin ist, der hat uns eigentlich nicht weiter gestört. Es war immer ganz nett, die Stockwerke zu sehen, aber das Plus mit dem integrierten Bluetooth-Modul hier ist ja, wesentlich, wesentlich größer. Oder wir bewerten das praktischer als den Höhenmesser, auf den wir jetzt verzichten müssen. Auch die Tatsache, dass man den einfach in die Hosentasche werfen kann und der andere ja wie so ein Clip gestaltet war, spricht eigentlich für den Fitbit Zip. Wir haben uns für die schwarze Variante entschieden. Den gibt es in 4 anderen Farben auch noch. Der Hersteller sagt, 40% mehr Schritte laufen die Benutzer, die den Zip hier im Einsatz haben. Ich denke, das hängt dann immer von der persönlichen Motivation ab. Auf jeden Fall die automatische Synchronisation, das Bluetooth ohne Kopplung. Der Akku oder die Batterie, die Knopfzelle, die da drin ist und 6 Monate hält,
Spricht definitiv für den Zip. Die ganze Sache ist auch noch Spritzwasser geschützt. Wir haben den alten, kann ich ja mal kurz dazu sagen, zweimal in der Waschmaschine mitgewaschen. Der hat das überlebt. Der neue bewirbt sich jetzt auch extra noch als Spritzwasser geschützt. Ich gehe mal davon aus, der würde das auch überleben. Ich würde es nicht ausprobieren, aber oft vergisst man das einfach in den Sportklamotten drin. So viel dazu. Fitbit Zip bei iPhone im Video kostet 59 Euro und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen.